Hallo Konfuzeier, hier ist wieder eure Josie und heute ist Teil 2 des Kameraaufnahmemenüs dran. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, der ist oben in der Infobox verlinkt. Guckt ihn euch an, damit ihr wisst, worum es geht. Heute gehen wir etwas tiefer in die Einstellungen hinein und schauen uns die an. Kleiner Disclaimer am Anfang. Alles, was ihr heute hier seht, ist privat gekauft. Nichts ist gesponsert. Deswegen ist das hier kein Werbevideo. Nach dem Intro geht's los. Dann gehen wir jetzt aber nochmal die einzelnen Sachen an. Also wie gesagt, hier kann man die Filter einstellen. Der Simultanfilter, also wenn ich das jetzt auf Set setze, dann kann ich hier einstellen, mit was ich das bearbeiten möchte. Also was für Filter benutzt werden sollen. Es gibt da verschiedene voreingestellte Filter in der Kamera, die man benutzen kann. Da gibt es auch nochmal 8 Seiten, nur mit Filtern, die man über die Kamera legen kann. Die gehen wir dann mal einzeln durch, wenn wir dann soweit sind. So, und wenn ich das jetzt auf Off setze, dann kann ich, nein, dann kann ich das nicht. Auf On, ah, okay, gut, dann kann ich das hier nicht machen. So, gut, dann beim Bildformat waren wir ja schon. Die entsprechenden Bildformate kann man dann halt einstellen. Wenn man das einstellt, dann wird dann entsprechend die Fläche, die auf dem Bild benutzt wird, verändert. Das ist, wie gesagt, bei manchen Sachen ist das ganz gut. Bei anderen Sachen nicht. Meistens kann man das 4:3 Format nehmen. Das ist auch das, was so im Allgemeinen benutzt wird, wenn man irgendwo im Laden sich die Fotos ausdrucken lässt. So, dann haben wir hier die Größe. Ich sehe, ich bin doch auf der höchsten Einstellung. Haha, es gibt noch kleinere. Ich kann also entweder auf beim höchsten habe ich 16 Megapixel, beim mittleren 8, klar, das ist die Hälfte, und beim kleinsten 4 Megapixel. Das ist dann einfach, ja, ist halt so. Ich bleibe beim Höchst, damit habe ich die meisten Bildpunkte, kann am meisten mit verarbeiten. Und wie man sieht, damit kann ich Ausdrucke machen bis zu A2. Und wenn ich jetzt die Speicherkarte, die jetzt hier drin ist, die ist hier auf der Kamera, praktischerweise, jetzt habe ich falsch gesagt, praktischerweise hier und nicht wie bei vielen anderen Kameras hier unten, wo der Akku drin sitzt, ist ganz praktisch, kann man nämlich, wenn man das Ding mit dem Batteriegriff hat und die Speicherkarte ist voll, kann ich die Speicherkarte rausnehmen, ohne dass ich den Batteriegriff abschrauben muss. So, ich habe jetzt noch, könnte jetzt noch 1959 Bilder in diesem Format aufnehmen und ja, wenn das ist also eine ganze Menge. Wenn ich jetzt runtergehe, sieht man, dann wären es über 2000 und wenn ich noch eins runtergehe, dann sind es über fast 2500. Aber so viele Bilder nehme ich nicht auf, ohne dass ich die Speicherkarte leere. Deswegen. So, bei der Qualität hatten wir ja schon gesagt, die oberen zwei sind JPEG-Link mit wenigen Details, mit mehr Details. Und dann haben wir hier unten das reine RAW-Format. Wenn ich das nehme, dann wird nur im RAW-Format gespeichert. Würde natürlich Speicherplatz sparen, ist aber in meinem Fall will ich das nicht. Dann habe ich einmal das RAW-Format mit wenigen Details beim JPEG und einmal mit mehr Details beim JPEG. Und ich habe das, wie gesagt, genommen, das RAW-Format mit den mehr Details im JPEG. So habe ich die Möglichkeit, dann entsprechend, ja, die Sachen einfach gut rüberzubringen. So, dann gehen wir hier wieder raus. Dann die zweite Seite, da hatten wir ja schon, das ist das AFS und das AFF, was ich einstellen kann. Bezieht sich, wie gesagt, auf diesen Schalter hier oben. Ich habe noch den AFC und den MF, das heißt, wenn ich mal, gehen wir jetzt gerade mal kurz hier oben die Sachen durch. Das AFS und das AFF sind die entsprechenden Einstellungen, die ich hier vornehme. Das AFC ist der kontinuierliche Autofokus, das heißt, die Kamera reguliert ständig nach. Ist zum Beispiel beim Videografieren ganz gut. Und der MF ist der manuelle Fokus. Ich habe ein Objektiv, das ist manueller Fokus. Da muss ich von vorne weg, egal was ich hier einstelle, mit manuellem Fokus arbeiten. Wenn ich jetzt hier auf den manuellen Fokus gehe und habe ich hier vorne einen zweiten Ring, das ist der hier, das ist der Zoom-Ring, das ist der Fokusring.
Wenn ich damit agiere, kann ich auch im manuellen Fokus mit diesem Objektiv manuell fokussieren. Ist eine der Paradedisziplinen, weil man kann das sehr viel schneller verwenden. So, die Lock-Taste in der Mitte, die habe ich auch entsprechend damit belegt. Heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann passiert Folgendes. Dann wird bei mir der Autofokus gelockt. Das heißt, wenn ich ein Bild, wenn ich etwas im Bild locke, habe ich einmal die Möglichkeit, hier zu fokussieren und einmal hier drauf zu fokussieren. Das ist auch der Auslöser. Wenn ich hier drauf klicke, solange ich den Finger drauf lasse, ist der Autofokus gestellt. Lasse ich los, ist der Autofokus wieder weg und ich müsste von vorne wieder drauf drücken und kurz warten, bis es fokussiert ist. Das verhindere ich hiermit. Hier hinten habe ich den Autofokus draufgelegt. Das zeige ich euch später mal, wenn wir hier unten zu dem Einstellungsmenü kommen. Da klickt man drauf. Der Autofokus wird gelockt und bleibt so lange, bis ich wieder drauf drücke, fest. Das heißt, ich kann die Kamera hin und her bewegen. Das Objekt, was ich fokussiert habe, ist im Fokus. Immer. Gut. So, dann die Messmethode. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Einen einzelnen Messpunkt, einen Messfeld oder ein Messfeld mit Punkt in der Mitte. Ich habe das Messfeld gewählt. Habe aber, wenn ich in den Autofokus gehe, das kann ich hier machen dann, auf dieser Taste, kann ich dann eingeben, er soll mir die verschiedenen, habe ich die verschiedenen Möglichkeiten, das zeige ich euch jetzt gleich mal, wenn wir hier fertig sind, dann zeige ich euch das kurz. So. Die Serienbildgeschwindigkeit, da gibt es super langsam, langsam, mittel und schnell. Ich habe die H, damit kriege ich durchschnittlich 8 Bilder pro Sekunde geknipst. Das reicht bei einem Serienbild durchaus. Und ja, passt. Beim Schnellen ist das Problem, je höher man geht, umso mehr Daten müssen auf die Speicherkarte geschrieben werden. Und wenn das nicht funktioniert, wenn die Speicherkarte einfach zu langsam ist, dann funktioniert das nicht. Dann fängt die Kamera an zu blockieren. Und das sorgt dann dafür, dass, ja, das Ganze nicht mehr so toll wird. So, ich sehe gerade, mein Mikrofon schlägt ziemlich weit aus, deswegen gehe ich mal ein bisschen mit der Stimme runter. So, das 4K-Bild hatten wir schon gesagt, da gibt es die Serienbilder, da gibt es den Auslöser drücken zum Starten und zum Stoppen. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, macht das Ding Serienbilder in 4K, bis ich den Knopf wieder drücke. Und dann haben wir hier den dritten Punkt, das ist der Boost. Das heißt, es wechselt bei der überschreitenden Betriebstemperatur, wird einfach automatisch abgeschaltet. Das ist aber unsinnig. Ich nehme den und damit passt das Ganze. So, beim Breaking, da haben wir die. Genau. Beim Breaking, also die Breaking Art kann man entweder ausstellen, das habe ich gemacht. Dann kann man den Foto als Breaking Foto, dann kann man, sieht man, was kann ich da einstellen? Schritt plus 2, Bildzähler 11, das hat seine Bewandtnisse. Wie gesagt, bei Breaking bin ich noch nicht so ganz sicher, was das genau heißt. Deswegen werden wir das bei Gelegenheit mal durchgehen. Da muss ich mir das wirklich nochmal genau angucken. Ich gebe ganz ehrlich zu, manche Sachen lese ich mir auch noch an. Da probiere ich nicht, weil die einfach zu schwer wären, um sie selbst auszuprobieren. Manchmal ist es eigentlich auch so, einfach so, dass man einfach gar nicht rauskriegt, ich mache was an der Kamera, ja, was für, wieso funktioniert das jetzt nicht? Ist einfach so. Okay, jetzt machen wir mal ganz kurz hier vorne auf, mal gucken, was passiert. Und dann, nein, das funktioniert nicht. Ich dachte, das geht. Das hat wohl mit was anderem zu tun. Okay. Gut, dann haben wir hier den Auflöser, dann haben wir hier die Möglichkeit, 2 Sekunden, 10 Sekunden mit Zeitverzögerung. Das heißt, wenn ich das mache, ich drücke, dann dauert es einen Moment und dann nach 10 Sekunden wird der Auslöser gemacht. Ich habe den Standard, das ist der 10 Sekunden Zeit, Auslöser, das heißt, ich drücke drauf, habe 10 Sekunden Zeit, mich hinzustellen und dann ist das Ganze gemacht. So, mit dem Modus Zeitraffer oder Slow Motion kann ich entweder eine Zeitrafferaufnahme, also das Ganze zusammenpacken, oder eine Slow Motion, das heißt, ich mache Knips. Veränder was, Knips, veränder was, Knips, veränder was, kann das Ganze dann zu einem Film zusammenschneiden. Das wird, nennt man im Film, nennt man es auch, wie es hier steht, Stop Motion. Das wird zum Beispiel bei Lego-Filmen gemacht.
da wird das mit, arbeiten die mit diesem Verfahren, weil ist natürlich klar, oder zumindest die einfachen Lego-Filme, die aktuellen, die man so im Kino sieht, die sind natürlich gezeichnet oder mit Animationsprogrammen gemacht. Das ist was ganz anderes. So, da hat man dann hier die Anfangszeit, die man noch einstellen kann. Da kann ich dann einstellen, ja, die Startzeit, wann soll das beginnen? Die stoppt sofort oder möchte ich eine Zeit einstellen? Wenn ich eine Zeit einstelle, kann ich einstellen, ab so und so, dann und dann soll das eine. Deswegen ist es auch wichtig, dass man bei der Einstellung der Kamera darauf achtet, am Anfang die Zeitzone richtig einzustellen. Weil wenn ich dann eine Zeit eingebe und sage dann, dann sollst du anfangen aufzunehmen und dann nimmt die auf und ich habe die Zeit falsch eingestellt, kriege ich das Falsche aufgenommen. Ist schlecht, wenn man die Kamera zum Beispiel als Sicherheitskamera einsetzen will und weil man mal ein paar Stunden außer Haus ist und sagt, okay, ich will in die Zeit gucken, was macht meine Katze oder mein Hund oder mein Vogel oder was auch immer. So, dann hat man hier den Intervall, eine Minute Aufnahmeintervall, dann wird das Ganze gestoppt und der Bildzähler geht dann im Einserschritt nach oben. So, wie ist da die Helligkeitsverteilung und die Dynamik? Kann ich jetzt hier nicht einstellen, kann auch nicht zeigen, euch nicht zeigen, was das damit auf sich hat. Das werden wir aber bei Gelegenheit nochmal machen. Ich weiß, dass ich das kann. Ich muss nur gucken, was ich einstellen muss, dass die beiden freigeschaltet werden. So, die AI-Auflösung. Das heißt, die Kamera geht von sich aus auf, was für eine Auflösung wäre die beste. Bei Standard ist es ganz einfach, da wird es automatisch, wird standardmäßig übernommen. Das ist, entweder sollte man auf Standard gehen oder auf Extended oder auf Off, eins von den beiden. High und Low sollte man nicht machen, davon wird abgeraten, weil da ist das Bild dann nicht mehr ganz so toll. Oh, der Verschlusstyp, den hatten wir ja schon, da haben wir die verschiedenen Verschlusstypen. Entweder macht man automatisch, da entscheidet die Kamera, welcher Verschlusstyp ist für dieses Motiv am besten. Ja, die Kamera kann selbst erkennen, was für Motive man aufnimmt. Und entsprechend dann auch unterstützen. Ich habe den mechanischen gewählt, das heißt, es wird nichts hoch und runter geklappt und damit, nein, falsch. Ich habe den mechanischen, damit wird hoch und runter geklappt, aber es funktioniert. Der elektronische, da wird die Klappe oben bleiben, ist manchmal ganz praktisch, ich mag es nicht so sehr. Gut, ja, gucken wir mal, wir haben noch ein paar Minuten, genau, das kriegen wir also hin. So, dann die Auflösungsverzögerung, damit kann ich Auslöseverzögerung, damit kann ich mal, also ich kann auf ein Bild drauf gehen, kann jetzt sagen, ich möchte eine Auflöseverzögerung von 2 Sekunden, dann würde ich drauf drücken und 2 Sekunden später würde das Foto ausgelöst werden. Ist manchmal ganz interessant, nicht immer. Deswegen lässt man es meistens auf Off und macht es nur, wenn man es unbedingt braucht. Das kann man dann auch im Quick-Menü, das kann man hier einstellen. Nein, falsch, gar kann man es einstellen. Das Quick-Menü. Hinterlegen und kann das dann einfach über die Taste und Bildschirm auf einstellen und schon hat man es drin, genau. So, Blitzlicht ist klar, ist jetzt ja keiner drin. So, da. Deswegen ist jetzt, wobei das bezieht sich darauf, wenn ich hier oben auf den Kaltschuh den Filter draufstecke, dann kann ich das hier drüber steuern. Bei den Rotaugen habe ich entweder ein oder aus. Wenn ich aus habe und die Rotaugen nicht gefiltert werden. Das heißt, wenn ich dann knipse, sieht derjenige bei Blitzlicht aus, als würde er oder sie ein Werwolf sein. Gut, das ist natürlich nicht so das Wahre. Und deswegen habe ich den eingeschaltet, sollte man eingeschaltet lassen, selbst wenn man die Rotaugen nicht machen muss, passiert da nichts. So wie gesagt, beim ISO-Wert kann ich, wie ihr hier seht, die Kamera geht bis 25.600 ISO. Wenn ich das einstelle und sage, hier 25.600 ist das Maximale, bitte geh da drauf, dann passiert Folgendes. Das Bild ist so verrauscht, dass ich Artefakte sehe. Und das möchte man nicht, definitiv nicht. Deswegen lässt man das bleiben. Man stellt ein, also es ist entweder 3200 oder 6400. Ich habe 3200 eingestellt. Das passt für mich, ist in Ordnung. So, wie gesagt, dann hat man hier die Möglichkeiten, entweder Einzelschritte oder Ein-Drittel-Schritte. Die Ein-Drittel-Schritte geben eine feinere Möglichkeit, den ISO-Wert einzustellen. Deswegen, wenn ihr das auf eurer Kamera könnt, stellt das auf 1/3. Da habt ihr viel mehr Möglichkeiten. Das ist wirklich wesentlich besser, als wenn ihr das auf Einzelstufen stellt. So,
Die ISO, wie gesagt, die erweiterte ISO, damit komme ich dann auf die 25.600, wenn ich es brauche. Das Langzeitrauschen ein- oder ausgeschaltet. Klar, ausgeschaltet, weil ich brauche die Rauschreduzierung jetzt nicht. Ich fotografiere momentan ja nicht im Dunkeln. So, die Schattenkorrektur ist klar. Korrigiert die Schatten, damit es passend auch aussieht. Beugungskorrektur ist auf Auto oder auf Aus. Ich habe sie auf Auto. Genau wie ich dann auf 1. So. Wie gesagt, der erweiterte Teleszoom und Digitalzoom geht nur, wenn das Objektiv unterstützt. Tut hier das Objektiv nicht, deswegen lassen wir das. Der Farbraum, den habe ich auch auf sRGB gestellt. Das ist allerdings, da muss ich gucken, weil das kann ich normal ändern. Das ist nämlich nicht richtig. Normalerweise nehme ich nämlich den von Adobe, weil der Adobe wesentlich detaillierter ist. So, der Stabilisator habe ich ja gesagt, entweder auf, dass ich so wackeln kann oder dass er verwackelt. Oder es geht nur auf hoch und runter. Oder es ist aus. Wenn ich es ausmache und wackel, dann sieht das Foto aus, als hätte ich vergessen, den Fokus einzuschalten. Deswegen auf hier. Hier die Stabilisator-Situation, ob ich das Ganze im Video auch haben will. Klar, will ich das auch im Video haben, deswegen habe ich es auf Video eingeschaltet. Heißt, wenn ich mich bewege und natürlich man läuft und das, die Kamera bewegt sich mit einem mit, dann ist es natürlich besser, wenn das die Kamera nachher im Film, wenn man das macht, natürlich dann nicht das macht. Ihr seht gerade hier, wie, wenn ich es hier mache, wie sich das aussieht. So, die Gesichtserkennung habe ich, wie gesagt, entweder auf On, Speicher erstellen, das ist natürlich jetzt nicht möglich. Oder ich habe hier 6 Leute, die ich schon drin habe. Die habe ich aber noch nicht drin. Wie gesagt, ich gebe es ganz ehrlich zu, da bin ich momentan zu faul so. Und bei den Profilen kann ich dann entsprechend speichern. Ist es ein Mensch? Wer ist das? Das ist das Baby. Oder ist es das zweite Baby? Oder habe ich ein Tier? Da könnte ich zum Beispiel meine Katze reinbringen. Da fällt mir gerade ein, das ist gar nicht mal so schlecht. Die nehme ich ziemlich oft auf. Oder ich gehe auf Off. Oder ich sage, ich gehe auf Set. Dann kann ich das hier einstellen. Aber das will ich jetzt gerade nicht. Deswegen bleibt es auf Off und gut ist. So. So viel zu dem Thema. Das Menüs für die Aufnahme. Aber ich habe euch ja gesagt, ich will euch noch zeigen, wie das mit der. Jetzt seht ihr mal hier meine Kabel. Okay, das lassen wir mal so. Jetzt gehe ich mal hier drauf. So, jetzt seht ihr hier oben die Autofokus-Modis. Also, wenn ich das jetzt. Kann ich das hier rüberklicken? So, das ist die Gesichts- und Augenerkennung. Das heißt, wenn ich das jetzt eingestellt habe, nehme ein Porträt auf, wird das Gesicht in den Mittelgrund gerückt. Oder die Augen. Wenn die Augen erkannt werden, dann werden die Augen voll in die Mitte genommen. Das ist wunderbar. Das sieht richtig gut aus. So, das ist die Verfolgung. Das heißt, wenn ich Sportaufnahmen mache. Hier mein Trend, mache ich das ein, klack, wird der Fokus automatisch nachgeregelt. Damit mache ich ein Fokusfeld über das gesamte, über den gesamten Bildschirmbereich. Ich nehme halt das ganze Bild scharf auf. Denn individuell, ich kann eingeben, was möchte ich eingenommen haben, möchte ich hier oben haben, möchte ich hier unten haben, möchte ich in der Mitte haben. Dann habe ich hier ein großes, habe ich hier ein Fokusfeld, eins in der Mitte. Oder nehme ich das Fokusfeld in der mit einem X, das ist dann immer in der Mitte. Und ich kann das aber verändern, wenn ich will. Möchte ich aber jetzt nicht. So, das war der zweite Teil des Kameraaufnahmemenüs. Jetzt habt ihr einen größeren Überblick, was kann man in den Lumix-Softwaren in der Kamera für die Fotos einstellen. Genauer gehen wir da später nochmal drauf ein und gehen da jeden einzelnen Punkt genauer durch und noch detaillierter. Als nächstes folgt jetzt das Videomenü. Das werde ich wahrscheinlich auch wieder in zwei Teile spalten. Das machen wir in der nächsten Woche. Ja, was bleibt mir zu sagen? Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, wäre es schön, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, die unten in die Kommentarfunktion zu packen. Dann antworte ich darauf und gehe auch darauf ein. Kritiken bitte nicht unterhalb der Gürtellinie. Dankeschön. Wenn euch das Video aber gefallen hat, wäre es schön, Daumen hoch zu geben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann gebt mir ein Abo und aktiviert die Glocke.
Ja, mir bleibt dann nur noch zu sagen, bleibt kreativ und tschüss.